Moin moin, das globale Halloween-Schiff-Event hat angefangen und ja, wir werden mal schauen, ob wir da das ein oder andere Schiff wegbekommen. Ich werde es dann zusammenschneiden, weil ich nichts beschleunigen möchte, aber ich denke, wir kommen da durch. Schiffe laufen ja sowieso gerade immer, ich muss nur noch ein bisschen Halloween-Gegenstände produzieren, weil da hänge ich hinterher. Wie man sieht, ich bin ziemlich blank, was die Gegenstände angeht. Das liegt daran, weil ich die in ganz viele fremde Schiffe gesteckt habe und jetzt habe ich selbst kaum noch welche. Ja, wir bekommen jedenfalls 10 Dias für den globalen Einsatz, falls wir den erreichen. Davon gehe ich aber aus, nachdem aktuell wirklich eigentlich alle Schiffe wegsenden. Zudem bekommen wir an den ersten drei Positionen jeweils einen Schub und an den letzten beiden Positionen dann ein bisschen Klopapier. Wer noch keine Schübe freigeschaltet hat, sprich wer unter Level 35 ist, der bekommt stattdessen dreimal Tools. Wer auch noch keine erweiterte Landerlaubnis braucht, also noch nicht Level 25 ist, der bekommt auch hier Tools. Heißt, bis Level 24 gibt es 5-mal Tools. Von 25 bis 34 gibt es, jetzt bin ich jetzt durcheinander, 3-mal Tools und 2-mal Klopapier. Und ab Level 35 3 Schübe und 2 Klopapier. Also 2 Klopapier-Positionen. So sieht's aus. Und das erste Schiff steht ready, bereit. Und dann werden wir das einfach mal ein bisschen füllen gehen. Die Sachen hier sind kein Problem und bei denen werde ich das jetzt mal auf Hilfe setzen, aber ich schaue mal, ob wir schnell genug sind, um das selbst zu erledigen. Der Account hier sollte noch die 2 haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Erstmal die Kiste und ja, passt. Passt, fertig gemacht, dann können wir gleich wieder zurückgehen und Schiff Numero Uno. Auf Wiedersehen, grüner Gutschein, nein. Ah, die grünen Gutscheine sind so massiv bei den Schiffen. Ganz blöde Frage. War das jetzt der Schub aus dem... Boah, ich habe vorher nicht drauf geguckt, ne? Ich habe vorher nicht drauf geguckt. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Da bin ich wieder. Und ja, ich habe ganz kurz nachgeschaut. Tatsächlich ist das jetzt der aus dem Event. Also kriegen wir dafür keinen Schubplatz, finde ich persönlich... Ich möchte das Wort gar nicht in den Mund nehmen, deswegen sage ich es nicht. Ich finde es nicht schön, sagen wir es mal so. Ich finde es nicht schön, denn es handelt sich um, und ich kann das nur nochmal wiederholen, ich habe es in irgendeinem Video schon mal sehr ausführlich gesagt und da war ich auch sehr, sehr mies gelaunt, was das angeht. Es handelt sich um eine Belohnung, die man erspielt. Das ist nicht random irgendwas, was ich auf irgendeiner Farm gefunden habe, da kann ich das ja verstehen. Aber es ist eine Belohnung, die man sich erspielt, für die manche Leute hier wirklich auch Diamanten ausgeben, um die Schiffe ranzuholen. Und eine Belohnung, die ich mir erspielt habe. Ey, sorry, das muss einen Schub Platz geben. Das muss einfach mit reingenommen werden und nicht so, naja, dann wirf mal einen anderen von deinen Schüben dafür weg. Ich gehe da überhaupt nicht mit konform. Mit dieser Einstellung, dass eine Belohnung, egal für was, es ist mir egal, ob das Derby oder sonst was ist, da haben sie es ausgebessert, aber es ist mir egal, wo und wie und wann, ein Schub, den ich als Belohnung bekomme für etwas, was ich wirklich erspielt habe, wie in dem Fall ein Schiff weggesendet habe, der hat in meinem Lager zu landen. Ja, er bringt mir nichts. Punkt. Er bringt mir nichts, er wird gelöscht. Ein Schub, der mir eine Kiste im Schiff ausfüllt, bringt mir gar nichts. Ganz einfach. Ja, wir sind dann mal auf den nächsten gespannt. Den werde ich wahrscheinlich auch wegwerfen. Muss ich ja mal gucken. Gut, wenn der jetzt 3 Kisten hat, dann behalte ich ihn. Aber ansonsten, nee. Also, ich bin da überhaupt nicht einverstanden. Ganz ehrlich, dann hätte ich lieber die Tools. Dann hätte ich lieber die Tools da drin, weil die dürfte ich behalten. Die darf ich auch behalten, wenn meine Scheune voll ist. Interessiert nicht, die werden dann oben drauf gestapelt. Also finde ich gut. Bitte nicht ändern. Das darf jetzt hier Supercell nicht als Anreiz nehmen, dass man das auch noch wegreduziert. Aber das ist für mich das gleiche Prinzip. Da wird es ja dann auch draufgepackt. Scheißegal, ob meine Scheune randvoll ist oder nicht. Ich kann es einsammeln und ich bekomme es, weil es eben eine Belohnung ist. Und da wieder nicht. Blah. Egal, das erste Schiff ist durch. Beim zweiten Schiff gibt es die nächste Belohnung. Hoffentlich läuft es da besser. Ja, wir hoffen einfach mal. Weiter geht's mit Schiff Nummer 2. Nein, wir setzen erst eins auf Hilfe. So, fangen wir da an. Wir schauen mal noch eben, ob wir noch Klosch haben. Haben wir auch noch, müssen wir aber nachkaufen. Dann einmal inserieren und kurz schauen, ob mein Lieferant noch existiert.
Ja, existiert, hat aber gerade nichts im Angebot. Dann greifen wir auf die Zeitung zurück. Hallo. Oh, die hängt so auf dieser ersten Seite immer wieder. Weiß nicht, was da los ist. So, 10 neue wieder drin. Und dann können wir die übrigen Kisten füllen. Upsa, hallo. Die vier haben wir auch. Da habe ich für gesorgt. Und hier unten konnte ich immerhin 6 Pasteten auftreiben. Für die letzte hat es nicht mehr gereicht. Da hoffe ich jetzt einfach auf schnelle Hilfe von außen. Und dann hätten wir nämlich das zweite Schiff fertig. Oh, ich habe noch eine Derby-Aufgabe laufen, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht mehr im Blick gehabt. Sollte ich dann vielleicht erledigen. So, da nochmal die, dann nochmal die Kühe füttern. Sonst noch irgendeiner fertig gerade? Nee, die Schweinchen brauchen noch ein bisschen. Okay, dann gehen wir nur das Futter schnell einsammeln, beziehungsweise noch ein bisschen Hühnerfutter machen. Kann man die genug haben für die Aufgabe? Immer noch niemand bei meinem Schiff? Was ist da los? Was ist da los? Ich habe auf meinen Baby-Accounts schon geguckt, aber da hat auch keiner mehr was. Und ich, ja, war irgendwie auch zu faul, da was zu produzieren, beziehungsweise ich habe auch kein Fischi mehr. Ah, hier müsste ich mal wieder einsammeln. So, machen wir das mal schnell. Dann haben wir wenigstens auf dem Hauptaccount wieder was. Einen Geist haben wir gerade nicht da. Nee, ich habe die Uhrzeitentabelle nicht hier liegen. Deswegen, egal. Irgendwann am Tag schaffe ich es dann immer und krieg ihn schon. Jetzt ist die immer noch leer. Lass uns mal eben schauen, was hier beim Nachbarn los ist. Nee. Nee, nee, nee. Schädel kann ich nicht mehr helfen. Also selbst wenn die auf Hilfe gestellt werden. Ich bin blank, was Schädel angeht. Da. Aber ich kann jetzt mal wieder einen produzieren. Und dann machen wir das noch weg. Das zweite würde ich eigentlich gerne erst reinwerfen, wenn ich weiß, was mein nächstes Schiff denn möchte. Na kommt, gehen wir noch mal ganz kurz hier rüber. Oh, nee, 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 nee. Nicht drehen, wir müssen erstmal Sprit verfahren. Also, wie sich der wieder angesammelt hat. Lass mal eben gucken, neue Anfrage kommt bald, dann geht's da hoch. Oh, was sagen die Punkte? 4.700, alles im Rahmen. Weiter, weiter, weiter. Dann spazieren wir eben ganz kurz. Vielleicht kommt in der Zwischenzeit jemand und schaut nach unserem Schiff. So, das geben wir auch ab. Da hoch nochmal 2. Die sind schon fertig. Sehr gut. Lohnt sich das hier mit dem extra Umweg? Ne, mi, mo. Ja, komm, für die 30 rosa machen wir das. Also für die rosa Marken. Da habe ich weniger aktuell. Und irgendwas wollte ich aufheben. Was wollte ich denn aufheben? Ah ja, die Grünen. 650 Grüne für den Bolzen wollte ich aufheben. Den will ich auf jeden Fall noch abholen. Ja, das darf ich nicht vergessen. Da können wir noch mal ein bisschen rosa besorgen. Und jetzt haben wir gleich auch wieder genug Verfahren. Hummer. Ich weiß nicht, ob da noch einer liegt. Nein. Liegt keiner mehr. Lass uns die mal eben auch da reinwerfen. Das ist ja auch nicht gut. So. Die da rein, dann machen wir das hier einmal komplett fertig. 1, 2, 3, 4, 5. Das rüber, dann. Wobei, eine Sekunde, bevor wir das jetzt machen. Okay, morgen ist nichts. Ich habe nur noch mal schnell geschaut, ob irgendwie aktuell dann für heute oder morgen im Tal kommt. Netz auswerfen oder Köder, beziehungsweise also Hummerfalle oder wie heißt das hier? Entenfalle und Hummerfalle, genau. Auslegen. Dann hätte ich jetzt da noch mal gewartet, bevor ich irgendwas reinwerf. Aber wenn das so ist, dann machen wir zumindest Hummer und Fische komplett weg. Dann ist aber. Nee, den wollte ich gar nicht herstellen. Angelhaken ist auf jeden Fall im Angebot im Tal. Bam, bam, bam. Das ist fertig. Den Hummer haben wir nicht, haben wir gesagt. Dann fahren wir erstmal ein Step dahin. Und nehmen den. Dann nehmen wir den Weg. Und jetzt haben wir 78, aber wir haben ja noch einmal Drehen dazu gewonnen. Deswegen doch nochmal ein ganz, ganz kleiner Weg. Ja, da lang, da lang, da lang, da lang. Egal. Komm, ab ums Eck.
Okay, und dann nee, nehmen wir nicht, weil dann müssen wir wieder zurück. Dann Richtung Hühnchen. Hühnchen dürften jetzt auch wirklich mehr als genug eingesammelt sein. Das könnten wir hergeben. Und noch einmal hier runter. Sind nochmal zwei weg. Ah, ich kann immer noch nicht viermal drehen. So, komm schon. Jetzt aber. Jetzt sind wir auf der halbwegs sicheren Seite. Halbwegs sicher. Es kommt doch an, wie gut es wird. Also es wird wahrscheinlich gegen Ende wieder eng. Naja, machen wir mal. Sieben, das geht schon. Nochmal sieben, sehr gut. Na, also was heißt sehr gut? Neun sind sehr gut. So, neun, sehr gut. Und jetzt haben wir aber genug Puffer, selbst wenn es nochmal neun sind, sind wir unter 100, die uns ja gestrichen werden. Mehr als 99 geht nicht. Und wie viele Hühnchen haben wir? Ja, 1185, also easy. Und das Schiff ist endlich auch versorgt, also Schiff Nummer 2 erledigt. Blauer Gutschein diesmal. Ziel erreicht. Und da ist der Schub. 2-Sterne-Schub. Das Schiff kommt 25% schneller. Ja, ich gucke mal, ob ich irgendwas dafür hergeben will. Also ich glaube, den 15%, den kann ich hergeben. Das passt schon. Den werde ich sowieso nie nutzen. Aber ist jetzt auch kein grandioser Schub. Also auch da, wenn ich jetzt ein sortiertes Schübelager gehabt hätte, also keine Schübe drin, die mir quasi nicht komplett zusagen. Und ich die schon mehrfach durchsortiert hätte, dass wirklich nur noch für mich gute Schübe drin sind, dann hätte ich den nicht angenommen, sondern wirklich gelöscht. Ja. So, das auch nochmal. Mein Silo läuft so über. Egal. Nächstes Schiff kommt in 4 Stunden und hätte gerne Tomaten. Oh Gott, das wird der Horror. Dann süße Würmer werde ich produzieren und Eistee kann ich auch gleich nochmal reinwerfen. Bereite ich dann auch ein klein bisschen was vor. Eistee, okay, der ist hier. Und natürlich ist der Teestand gerade blockiert. Selbstverständlich. Egal. So, lassen wir einfach laufen. Und nächstes Schiff kommt dann. Und mit dem nächsten Schiff bekommen wir auch gleich die nächste Belohnung. Geht also sehr, sehr schnell. Gott sei Dank. Oder was heißt sehr schnell? Aber zumindest muss man nicht 3 Schiffe, 5 Schiffe, was auch immer erreichen, sondern beim dritten Schiff kommt die dritte Belohnung. Und genau, warten wir es ab. Drittes Schiff ist da und ja, für das dritte Schiff kriegen wir dann wieder einen Schub und mal schauen, wie viele Sterne der hat. Tomaten, alles kein Thema. Hat er relativ viele generell, viele weniger auch verlangt bei den Sachen, also bei diesen ganzen Feldfrüchten. Die Tees haben wir auch fertig, alles rein damit. Grüner Gutschein und Schiff weg. Das weg damit. Sehr gut. Dann gucken wir noch mal ganz kurz rein. Ja, also Tom Schub, ein globales Ziel erreicht mit 3 Schiffen, super easy. Der Tom Schub mit 1 Stern, ja, ganz ehrlich, nee, wir gucken mal. Vielleicht kann ich irgendwas wegwerfen, was ich wirklich gar nicht brauche. Ah ja, Schiff mit einer Kiste, das kann man ersetzen. Das brauche ich wirklich nicht, das nutze ich nicht. Und ansonsten brauchen wir jetzt dann 5 Schiffe. Für die nächste Stufe, mal schnell noch Weizen einsammeln, muss auch mal sein. Also 5 Schiffe für die nächste Stufe fürs Klopapier. Und das globale Ereignis ist so, naja, durch, aber das sollte wirklich gar kein Problem sein. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Schiffe wir für die letzte Stufe brauchen. Ja, also mal gucken, was sie sich da haben einfallen lassen. Werden wir dann später sehen. Und genau, für das nächste Schiff bereiten wir noch schnell vor, schon wieder ein Tee. Aber kein Thema, haben wir alles da und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen mit dem Schiff. Also Apfel-Ingwer-Tee rein damit und vorbereiten. Und was war's noch? Die süßen Schädel. Ja, auch die sollten wir noch ein bisschen machen, aber 2 Pullis habe ich auch noch. Sollte auch kein Thema sein. Notfalls kann ich mir da mit einer anderen Farm vielleicht nochmal helfen. Können wir dann ja schauen. Aber das war's mit Schiff Nummer 3. Und ja. Dann schauen wir, wie es mit dem vierten weitergeht. Schiff Nummer 4 ist da. Ja, eine Nacht später. Es ist bei mir jetzt morgens und wir haben Zwiebelsuppe, habe ich fertig. Dann den Tee hatte ich gemacht. Witzigerweise hatte ich wirklich meinen Teestand ja voll gemacht. Und dann habe ich so gesehen, okay, 3 mal 4,
geht's noch und habe heute Morgen noch schnell einen reingeworfen, aber jetzt auch fertig. Die muss ich selbst reinwerfen. Da habe ich, glaube ich, auf der kleinen Farm nichts mehr. Ja, das muss ich selbst machen. Dann füllen wir die auch schnell alleine und haben einen blauen Gutschein diesmal. Weg damit. Weg damit, weg damit. Komm, geh. Ich weiß, ich könnte auch daneben klicken, aber egal. Was haben wir hier? Hummer, Sushi, habe ich 6 auf Vorrat. Oliven ist kein Thema, kann ich mir von der Babyfarm auch noch besorgen. Und süße Zähne habe ich auch noch 10, das sollte auf jeden Fall reichen. Das heißt, Hummer-Sushi ist das Einzige, was wir vielleicht nochmal produzieren. Mache ich mal noch 2 Stück. Mal gucken, sollte aber auf jeden Fall reichen. Und dann demnächst Schiff Nummer 5 für die vorletzte, no, für die vorletzte Stufe. Da wollte ich gar nicht hin, da wollte ich hin. Ja, und ja, für die letzte Stufe weiß ich es gar nicht. 7, 9, was werden sie verlangen? Und schaffe ich das noch? Ja. Also wahrscheinlich schon, aber es kommt das Wochenende dazwischen. Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Morgen ist Event bei Honda. Ja, muss ich hin. Nicht muss ich hin, will ich hin. Ja, deswegen, da wird es eher schlecht mit Video aufnehmen. Die kann ihr Weizen haben. Wir können es hier nochmal schnell abernten. Und dann passiert da draußen gerade wieder ein Höllenlärm. Ja, ist die Müllabfuhr. Ist die Müllabfuhr, die macht Lärm ohne Ende. Ich werde heute noch ein bisschen Weizen farmen. Und ja, mal gucken, was das nächste Schiff dann bringt. Also wir wissen, was es bringt, aber mal gucken, welche Info uns das nächste Schiff für das letzte Schiff dann bringt. Schiff Nummer 5 ist da. Ich habe zwischenzeitlich einen Schub aktiviert, nur 25% schneller. Aber wenigstens das, das habe ich gemacht, weil ich etwas erfahren habe, was mir gar nicht gefällt. Wir füllen mal eben schnell die Kisten. So, weg damit, grüner Gutschein. Map. So, persönliches Ziel erreicht und da sieht man es auch schon. Das letzte Ziel 12. 12. Wir haben für die ersten 4 Ziele 5 Schiffe gebraucht und brauchen jetzt 7 obendrauf, um die letzten 2 Klopapierrollen zu bekommen. Ja, ich weiß, Klopapier ist eine wahnsinnig teure Währung in Heyday, aber what the fuck? Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie ich das hinkriege jetzt übers Wochenende, weil 7 Schiffe sind richtig massiv. Also ich meine, 7 mal 4 Stunden sind 28 Stunden, plus 2 mal schlafen je 8 Stunden sind 28, 36, 44. Ja, sind 44 Stunden, das ist das ganze Wochenende, I'm sorry. Also weiß noch nicht, wie das hinhauen soll. Ich habe noch einen Schub, meine ich, ja, mit 20%. Den werde ich dann auch noch nutzen müssen. Aber das wird super, meh. Das ist schon wieder Tee. Wie oft wollen die eigentlich Tee? Kann ich da noch was machen? Ja, aber halt nicht so viel. Also bis das Schiff da ist, passiert da nicht mehr so viel. Können wir nur noch eine machen und hoffen, dass er nicht ganz so viel will. Zähne sind immer noch kein Problem und Orangentee haben wir 5. Da kann ich noch ein ganz kleines bisschen produzieren. Wo ist er? Da. 3. Machen wir das einfach mal noch so. Werfen den da rein. Ja, und dann schauen wir, was da kommt. Aber 7 Schiffe. Das ist richtig massiv. Das ist richtig, richtig massiv und na gut, wir schauen, was draus wird. Das sind wir wieder. Schiff Nummer 6 ist da. Der Tee ist auch fertig, kann weg, aber das hier haben wir nicht geschafft. Da muss ich einmal kurz um Hilfe bitten. Dann machen wir die noch fertig, das fertig. Und jetzt muss ich noch hier was reinsetzen. Haben wir da noch welche? Ja, haben wir noch. Einmal reinsetzen, einmal anbieten. Und los geht's. Hoffentlich kommt da schnell was. Und also, ja, diese 12 machen mich immer noch fertig. Ich komme da noch nicht ganz klar mit den 12. Ich kann heute noch 2 Schiffe wegsenden, denke ich. Vielleicht 3, wenn ich lang genug wach bleibe. Lang genug heißt in dem Fall Mitternacht. Aber, boah, selbst dann ist es 6, dann haben wir 7, 8, 9, dann würden immer noch 3 fehlen. Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ich könnte es übers Handy vielleicht machen, aber puh, super schwierig, weil das Format dann auch wieder ein ganz anderes ist. Weiß ich nicht, ob das irgendwie hinhaut, ob das Sinn macht. Tricky. Tricky, tricky. So, da laufen noch welche. Ich habe da noch mal 2 reingeworfen und es lagen noch 2 davor. Deswegen hatte ich jetzt dann doch mehr zur Verfügung, als ich dachte. Die ist fertig hier. Dann gehen wir da halt gerade noch mal ganz kurz was verfahren. Ein bisschen Sprit verfahren. Los, los.
So, das. Ansonsten bin ich fleißig am Weizenfarmen, habe mein Land vorhin nochmal ein Stück erweitert und ein bisschen gebaut. Hoffe auf noch eine zweite Landerweiterung. Oh, noch eine zweite Landerweiterung, aber nicht so bald. Ja, komm schon. Weiter, 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 weiter. Ich habe meine Schäfchen gerade erst eingesammelt, aber der Shop sollte was haben. Boah, die Zeitung wieder. Ach so, nee. Ich kann keine Tools mehr einsammeln. Ich habe vorhin die 89 voll gemacht und what the heck? Ja, die Sachen nehmen wir mit. Da sagen wir nicht nein. Aber wir suchen eigentlich Wolle. Wo ist die Schäfchenwolle? Lass uns mal noch schnell da reinschauen. Geist ist gerade auch keiner im Einsatz, oder? Nee, aber ich habe gesehen, das Schiff ist fertig. Ja, Schiff ist fertig. Dann gehe ich meine Schäfchenwolle noch besorgen. Kann mich da ein bisschen austoben. Das nächste Schiff will Schokoladenfondue haben. Haben wir gerade erst gekauft. Sehr gut. Süße Würmer. Okay, lege ich da nochmal nach. Und Sommersalat sollte mit 7 eigentlich reichen. So, die Würmer. Brauchen wir nochmal ein paar Äpfel. Kein Thema. Würmer, Würmer, Würmer sind drin. Und der Sommersalat. Ja gut, jetzt habe ich hier wieder alles voll. Kann ich jetzt eh nicht produzieren. Muss dann einfach das reichen, was wir haben mit den 7 Stück. Werden wir sehen. Boah, Schiff Nummer 7 dann erst, ne? Das ist hart. Das ist echt hart. Ich dachte, es geht ein bisschen einfacher. Aber ja, nee, zähe Angelegenheit. Darf man nicht zu spät mit anfangen. Das Gute ist aber, die ersten 3 Stufen bekommt man halt einfach mit 3 Schiffen. Das heißt, wir können mal gerade ganz kurz zu. Nicht zum 61er, zum 31er gehen. Der ist dafür geeignet. Der hat hier ein Schiff. Auch da können wir mal eben schauen, ob wir das irgendwie voll kriegen. Die Eier müssten wir doch finden. Naja, 5, 10 wären ganz gut. So, 20 Eier. Dann können wir das hier auch voll machen. Machen wir das, das und das. Das setze ich auf Hilfe. Ich glaube, ich habe da. Ach nee, ich habe sogar Käse da. Okay, auch egal. Dann können wir das auch gleich wegmachen. Füllen wir das selbst. Schiff ahoi. Los, geh weg. Dam, da, dam. Wo ist denn hier mein Halloween-Schiff? So, da Belohnung Nummer 1 eingesammelt. Das heißt, mit einem Schiff einfach schon 3 Tools. Mit dem zweiten wieder 3 Tools. Und wenn ich noch ein drittes schaffe, wieder 3 Tools. Und ich sag mal so, 3 Schiffe über jetzt insgesamt ja 4 Tage. Jetzt sind es nur noch 2,5 Tage. Aber 3 Schiffe sollte man selbst mit einem kleinen Account irgendwie fertig bekommen. Und das sind dann 9 Tools. 9 Tools. Das ist schon wirklich gut. Ja, also das werde ich versuchen, auf den Kleinen noch so ein bisschen zu machen, dass ich heute bei jedem vielleicht eins wegschicke und dann morgen noch mal eins und übermorgen noch mal eins. Und dann habe ich die auch alle sicher. Hier muss ich noch die 15 Dias vom Meilenstein einsammeln und das auch noch. Ja, das werde ich auf jeden Fall dann so machen. Und hier warten wir weiter auf Schiff Nummer 7. Da ist es auch schon und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Immer schön Kisten füllen. Haben wir fertig. Na komm. Und 4 haben wir auch. Alles super. Grüner Gutschein. Und weg damit. Ah, so, Schiff Nummer 7 geschafft. Schiff Nummer 8 will Shepherd's Pie. Habe ich 7 Stück. Könnte knapp werden. Kann sein, dass der 8 verlangt. Und Fischfilet, das wird richtig, richtig ätzend. Richtig ätzend. Ich habe noch welche im Bereich, aber also im Angelbereich. Aber das wird richtig meh. Da können wir mal noch 2 reinlegen. Das sammeln wir schnell ein. Ich bin gerade ein bisschen beim Herbstumbau. Also keine Ahnung, ich werde es vielleicht gar nicht online stellen, aber ich habe meine reguläre Farm kopiert und da jetzt so ein bisschen ausgetauscht Richtung Herbstfarben und Herbstwege und sowas. Also mein Grunddesign quasi gelassen, aber ein paar Sachen umgestellt in Richtung herbstlich. Und mir fällt gerade ein, hier fehlt was. Warum hat er das nicht übernommen? Ich hatte hier drin auch ein paar Sachen umgestellt und da oben auch noch was. Und das habe ich alles umgestellt und das ist alles weg. Einmal kurz in Bearbeitungsmodus. Hahaha, ja, okay. Da sind wir dann schon wieder. Bestätigen. Das habe ich irgendwie vorhin nicht übernommen. So, jetzt ist wieder. Jetzt sieht man doch, was ich meine. Ja, sehr gut. Was wollte ich noch machen? Kurz gucken, wie viel von dem Filet wir haben. Ich weiß nicht, ob da noch fertige Netze sind. Da ist noch eins. Da und da auch. Da auch. Das ist schon mal gut. Ja, das ist gut. Und die werden aber erst fertig, lange nachdem das Schiff dann da ist. Notfalls muss ich es über Hilfe versuchen.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also, wenn ich es über Hilfe versuchen muss, wenn ich es alleine nicht schaffe, dann werde ich die Hilfen, glaube ich, abwarten, weil die könnten gegebenenfalls dauern. Das gibt keiner so gerne her. Ja. Mein Gott, immer noch 5 Schiffe, ne? Also, bis Schiff 8. Ach, das Schiff ist da und das mit dem Fischfilet war tatsächlich, ja, es war massiv. Es waren 3 Kisten je 9 Stück. Also, die habe ich auf Hilfe gestellt. Die kam jetzt auch in, weiß nicht, einer knappen Viertelstunde oder so. Das habe ich aus Prinzip einfach mal mit auf Hilfe gestellt, ist jetzt aber nicht gefüllt worden, macht nichts, füllen wir alles schnell. Wir haben einen blauen Gutschein und weg damit. So, halbe Stunde jetzt insgesamt verloren. Ich habe nebenher noch MotoGP geguckt, deswegen hatte ich auch nicht so richtig die Zeit drauf zu achten, wann da jetzt meine Kisten gefüllt werden. So, was haben wir das nächste Mal? Samosa habe ich noch. Nachos könnte ich welche machen. Quesadilla mal weg. Ja, können wir einfach welche machen. Ist kein Thema. Machen wir einmal voll. Und was haben wir noch? Die süßen Schädel. Da habe ich noch 6 Stück. Auch da können wir mal eben gucken. Ah, blaue Pullover habe ich hier. Sehr gut. Habe ich noch 2, können wir auf 8 erhöhen. Und 8 sollten auch reichen für das Schiff. Also mehr dürften da nicht angefragt werden. Und da gehen wir auch noch mal schnell hin. Aber da liegen da hinten auch noch 2. Ja gut, wir sammeln es trotzdem ein. Schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Und wenn wir es gleich abgeben, können wir ruhig ein bisschen produzieren. Meine Chili sagt wieder, aber auch kein Problem. Ich habe noch welche auf einer anderen Farm. Und ich werde dann heute Nacht gleich wieder welche anpflanzen. Schnell mal noch die Hühner. Wo ist denn mein Futter? Da oben. Ja, also ich stecke mitten im Farm rumbauen hier immer noch. Stunden später, aber es ist nicht mehr viel passiert, weil da jetzt auch Essen und sowas dazwischen kam. Also ich habe jetzt nicht mehr großartig weitergebaut. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das die Tage noch. Jetzt ist jedenfalls erstmal wieder Ende Gelände. Jetzt steht nur noch Weizenfarm an. Und dann schaue ich, ob ich das 9. Schiff heute Nacht noch machen kann oder auch nicht. Da nochmal schnell Weizen rein. Ich weiß es momentan noch nicht. Ich glaube, so alt werde ich heute nicht mehr, weil, ja, wie gesagt, morgen früh raus. Und dann mal schauen, wie lange ich morgen weg bin. Das geht nur von um 9 bis um 12 bei Honda. Aber wahrscheinlich bin ich trotzdem, ja, bis um 2 oder so auf jeden Fall weg, denke ich. Vielleicht sogar länger, je nachdem, wenn es noch zum Einkaufen geht oder so. Muss ich mal schauen. 2 Decken nehmen wir mit. Decken kaufe ich trotzdem noch, auch wenn ich sie momentan, wenn es nicht genug sind, um sie wirklich sinnvoll zu verkaufen. Das nicht, aber ich behalte sie mal. Und er will sogar welche haben, von dem her. Lasse ich den auch mal da stehen. Genau. Dann heißt es jetzt warten auf Schiff Nummer 9. Ey, es hätte mit 9 Schiffen ja wirklich rum sein können, ne? Aber gut, was will man machen? Es ist, wie es ist. Schiff Nummer 9. Ja, sobald es geht. Die nächsten Schiffe habe ich nur kurz per Screenshot da. Da war ich unterwegs. Die habe ich dann unterwegs einfach erledigt und habe sie kurz gescreenshottet. Deswegen hier nur schnell die Bilder, was die Schiffe wollten. Ich habe dann teilweise auch was auf Hilfe gestellt, weil es nicht anders ging wie hier bei dem Haferbrei. Ja, keine Chance. Also so viel hatte ich nicht mehr. So viel konnte ich auf die Schnelle dann auch nicht produzieren. Ist aber Gott sei Dank sehr, sehr schnell von außen gefüllt worden. Deswegen konnte ich die dann auch gut wegschicken. Und ja, so habe ich das einfach heute tagsüber dann mit 2, 3 Schiffen gemacht, bis wir quasi auf 11 von 12 Schiffen dann waren. Jetzt müssen wir gleich eigentlich mal alle durchhaben. Ja, und sobald wir halt da durch sind, vielen Dank übrigens nochmal an alle, die geholfen haben, falls da jemand zuhört, dann können wir weitermachen mit den regulären Schiffen, also mit, ja, dem letzten quasi. Das letzte Schiff, das habe ich nämlich dann wieder ganz in Ruhe zu Hause gemacht. Da war ich wieder da und konnte das wieder ganz normal machen und aufnehmen. Endlich das letzte Schiff, Schiff Nummer 12. Bei mir kam einiges dazwischen, deswegen hat es jetzt lange gedauert. Die besorgen wir uns noch, das haben wir alles. Ah, ist das gut. So, einmal da einsammeln. Reicht das? Ach so Gott, Hilfe. Reicht ja locker. Blauer Gutschein dafür und ab damit. Ab damit. Da, 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 da. 12. Letztes Ziel erreicht. 12 Klopapier. Wo steht's denn nur? Da. Ah, okay. Alle geschafft. Aber war schon ein bisschen zäh. Also so
ohne Beschleunigung irgendwas. Ich habe jetzt noch einen Schub wieder eingesetzt hier mit 20%. Hat mir heute nicht so viel genutzt, weil ich dann doch länger unterwegs war, als ich dachte. Aber egal. Da ist der globale Bonus. 10 Dias, nehmen wir an. Alles dabei, der will Weizen haben, kann er haben. So, Weizen kriegt er auch noch. Ansonsten habe ich hier noch meine Gratis-Sachen offen, auch noch meinen Meilenstein. Der wird auch schnell eingesammelt. Wie ist denn da der Stand? Also irgendwie die Anzeige springt nur komplett vor, wenn es geschafft ist. Bei den letzten war es immer so, dass man gesehen hat, okay, wir sind bei 2,5 oder. Aber diesmal irgendwie nicht so richtig. Dann lassen wir uns eben überraschen, wann wir den dritten erreichen. Und im Katalog haben wir ja alles. Da geht's weiter in ja, knapp 2 Tagen und ein bisschen. Oder sagen wir mal 2,5 Tagen. Ja, hab gerade überlegt, ob ich jetzt drehe oder nicht. Aber ja, ich drehe. Ich brauche die Aufnahme von dem Dreh noch, deswegen habe ich kurz überlegt. Aber ich nehme ja auf. Von daher passt das schon. Dann ist der Dreh ja in der Aufzeichnung. Eine Banane, ja Wahnsinn. Nehmen wir die Kinotickets auch noch schnell mit. Einmal Dias, einmal Teer. Was haben wir hier noch? Spitzhacke zweimal und noch zweimal. Okay. Alles nicht super, 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 aber wir nehmen alles, was gratis ist. Überraschungspaket für die Stadt nehmen wir nicht. Und das war's. Das war's für das globale Schiff-Event. Ich finde die 12 Schiffe weiterhin ziemlich hart. Es war nicht ganz ohne. Ich meine, 12 Schiffe, wenn man überlegt, am Tag ist man vielleicht 16 Stunden wach, da schafft man 4, also man braucht schon 3 Tage. Das ist klar, wenn man jetzt länger wach ist oder Beschleuniger drin hat und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt ganz regulär spielt, man muss schon regelmäßig eigentlich dann seine Schiffe immer machen, damit es einigermaßen bequem hinhaut, ist schon nicht ganz ohne. Ja, aber egal, wir haben ja festgestellt, die ersten 3 lohnen sich auf jeden Fall auch. Ich habe auf meinen Babyfarm leider nichts mehr gemacht. Ich gehe da gleich nochmal eine Runde durch. Aber erst muss ich MotoGP gucken, ja, und das Video hier fertig machen und online stellen und danach kann ich mich um die Babyfarmies kümmern. So sieht's aus. Wir hören uns spätestens in 2,5 Tagen wieder, sage ich jetzt mal. So sieht's aus, ja. So sieht's aus, so sieht's aus. Mein Spruch des Tages heute. Meine Güte. Also, bis in 2,5 Tagen oder sowas. Bye bye.